das ist der neue Crossshot von Black Rapid, auch hier im neuen Design. Das ist ein Kameragurt für diejenigen unter Ihnen, die das Black Rapid System noch nicht kennen, mit dem die Kamera hier an diesem Kameragurt geführt wird, ohne dass sich der Gurt bewegt. Sie können das hier an der Polsterauflage sehen, die gummierte Auflage, die wir hier haben. Wenn ich die Kamera also hochnehme zum Fotografieren, natürlich vorher den Objektivdeckel abmache, dann sehen Sie, dass ich die Kamera also ganz bequem hier aus der Hüfte nach oben ziehen kann und der Gurt sich dann einfach nicht bewegt, dank dieser gummierten Auflage und der Konstruktion, die wir hier haben. Dieser Black Rapid Gurt, dieser Crossshot, ist also eine neue Version. Auf die Details werde ich gleich nochmal eben kurz eingehen. Für diejenigen, die das Black Rapid System nicht kennen, das ist also ein Gurt, wie alle anderen Black Rapid Gurte eigentlich auch, untereinander, die dasselbe System vereinen, nämlich dass der Gurt einmal hier aus der Hüfte zum Auge geführt werden kann, dass der Gurt sich nicht bewegt und dass dieser Gurt natürlich mit diesen Stoppern, die wir hier haben, noch fixiert werden kann. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen mal. Das eine habe ich hier schon angebracht, das ist der zweite Stopper, den wir hier haben, den habe ich hier unten angebracht, damit die Kamera, wenn ich sie runternehme, jetzt nicht hinten einfach auf den Rücken verschwindet. Das kann aber auch ein Effekt sein, der gewünscht ist, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs ist oder irgendwie unterwegs ist in der freien Natur, ein bisschen rumkraxelt oder einfach sich bewegt und läuft und rennt. Dann kann ich diesen Gurt also hier mit diesen beiden Stoppern einfach dann fixieren. Hier einfach runter, einmal umklicken und wie Sie sehen, ist der Gurt jetzt hier auf der Rückseite. Wenn ich mich nach vorne beuge, kann dieser Gurt nicht nach vorne rutschen. Ich mache das jetzt mal einfach ein bisschen absichtlich, damit Sie sehen können, also diese Bewegung hier ist nicht möglich, wenn ich den Gurt einfach dann da hängen lasse, wo er jetzt halt eben auch hängt, beziehungsweise die Kamera einfach dann so auf dem Rücken. Und ich kann also Fahrrad fahren, kann laufen, kann mich bewegen. Hier passiert also überhaupt nichts. Der Gurt bleibt einfach hier an dieser Stelle. Der dritte Vorteil an diesem Gurt ist natürlich auch wie an dem ganzen Black Rapid System, dass man die Kamera immer griffbereit hat, also schussbereit hat und natürlich auch die Hände frei hat, wenn man nicht fotografiert. Das heißt, Sie können also dann hier alles das machen, was Sie machen, wenn Sie die Hände frei haben wollen. Und wenn Sie plötzlich dann irgendwie Motiv sehen, einfach hier an die Seite greifen, zack, Kamera hoch und die Kamera wieder runter, beziehungsweise Foto machen, Kamera wieder runter und dann ist es wieder startbereit. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Neuigkeiten in diesem Black Rapid Gurt an, bei dem Crossshot im Detail, für diejenigen, die also den Crossshot vielleicht schon kennen. Geblieben ist die gummierte Auflage, die Schulterpolsterauflage, wie man sieht, hier mit dem Black Rapid Logo versehen. Das ist also die Unterseite, das ist die Oberseite und das kann man sich auch daran ganz gut merken, dass das Logo von dem Black Rapid Gurt selber immer dann oben ist. Das ist auch die Seite, die dann nach vorne zeigt, wenn Sie den Gurt einfach dann einmal so einfach anlegen und anziehen. Dieser Gurt, den wir also hier haben mit dem ganzen System, also mit den Stoppern, die wir hier haben, die sind hier neu. Diese normalen Stopper haben also hier eine blitzschnelle Verstellung. Die sind nicht mehr darauf angewiesen, dass man sie also sofort richtig fest fixieren muss. Die haben so einen kleinen Mechanismus da drin, so einen kleinen Federmechanismus, den ich also einmal auf der einen Seite, wenn ich den Stopper bewegen möchte, nach oben drücken muss, diesen Clip, wenn ich den loslasse, dann ist hier schon also eine Bremse drin. Also der Gurt ist dann schon fest fixiert, beziehungsweise der Stopper ist fest fixiert und die Kamera kann hier an dem Karabiner auch dann nur bis zu diesem Punkt nicht darüber hinaus bewegt werden. Das ist natürlich auch auf der anderen Seite und um richtig sicher gehen zu können, drücke ich diesen Clip einfach nur mal ganz leicht nach unten. Müsste ich eigentlich gar nicht machen. Dieser Clip ist also wirklich eine ganz neue Konstruktion. Bei dem alten war das noch so, den musste man also richtig ganz aufklicken, dann bewegen und wenn ich den losgelassen habe und dann vielleicht vergessen habe, den zu fixieren, war der immer noch lose. Das haben wir hier nicht. Der rastet also praktisch schon vollkommen automatisch ein. Der neue Karabiner, den wir hier haben, das ist also der CR3 Karabiner und dann den Adapter, den wir hier unten an der Kamera dran haben, das ist der RF5 Adapter, ist also dafür konzipiert worden, dass das Ganze hier geräuschlos funktioniert. Natürlich, ein bisschen Geräusch macht das immer, aber was man hier halt eben hat, ist auch der Kunststoffüberzug über dem Karabiner. Darunter ist natürlich Metall und das sorgt dafür beim ganz normalen Handling, dass man also hier wirklich fast gar nichts hört und geräuschlos dann seine Fotos machen kann. Der Karabinerhaken ist natürlich wie auch in der alten Version nur in einem neuen Design hier mit diesem Sicherheitsverschluss versehen. Das heißt, der Karabiner wird, wenn die Kamera daran befestigt wird, hier einfach entsichert. Aber das heißt natürlich nicht, dass der Karabinerhaken trotzdem einfach aufgeht. Da muss man natürlich dann diesen Widerstand überwinden, um den dann eben runterzudrücken. Die Kamera kann hier einfach rausgenommen werden. Und zur Sicherheit, wenn man vielleicht dann irgendwie die Kamera dann vielleicht doch etwas heftiger bewegt, wenn man irgendwie unterwegs ist und vielleicht irgendwie in sportlichen Aktivitäten verfällt und so weiter, kann gegen diesen
kleinen Restunsicherheit, die wir hier haben, dass der Karabinerhaken sich also selbstständig einfach öffnet. Also das ist uns in den ganzen letzten Jahren noch nicht ein einziges Mal passiert, also auch nicht aufgrund von Kundenreklamationen oder sowas derartiges festgestellt haben. Aber für das gute Gefühl zwischendurch natürlich ist es ganz gut zu wissen, dass wir hier mit dieser Schließe dann nochmal verhindern können, zusätzlich, dass der Karabinerhaken, wenn man denn irgendwo hängen bleiben sollte, vielleicht irgendwo sich einfach selbstständig öffnet. Das ist hier dann einfach nicht mehr möglich. Der Crossshot ist mein persönlichster Lieblingsgurt von Black Rapid, einfach weil er ganz bequem und schnell umgelegt werden kann. Und der große Vorteil, den wir hier haben, ist der, dass ich ihn also halt eben auf der rechten Seite tragen kann, wie auch einfach, wenn aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, auf der linken Seite. Das kann ja auch mal sein, dass man irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Kamera vielleicht nur irgendwie auf der linken Seite haben kann, weil man vielleicht irgendwo sitzt, wenn man unterwegs ist und eine Sightseeing-Tour macht, ne, im Bus ganz hinten auf der rechten Seite, und dann ist da irgendwie nichts mehr und dann kommt die Kamera immer zwischen die Buswand und dem Becken. Dann kann ich den Gurt einfach auf die andere Seite schieben, und ich meine, ob ich ihn jetzt von rechts rübernehme und einfach nach oben ziehe, das ist eigentlich auch schon fast egal. Natürlich fällt damit auch ein bisschen der Komfort weg, weil ich kein Linkshänder bin, dass ich also hier jetzt einfach die Kamera so hochnehme, um dann so zu fotografieren. Aber das ist halt eben mit der anderen Seite dann auch kein Problem. Die Stopper sind natürlich jetzt noch ein bisschen schneller geworden. Das habe ich gerade gesagt, dass also dieser Mechanismus hier oben so konzipiert ist. Ich drücke mit dem Daumen einfach hier diesen Stopper nach unten, lasse den los und er ist fixiert. Kamera geht jetzt hier nicht über diesen Punkt hinaus. Das ist, wie gesagt, der große Vorteil gegenüber dem alten System, was wir hier hatten. Die alten Stopper, die also hier dann verbaut worden sind, sind also etwas schlechter in Anführungszeichen als die neuen Stopper. Ne? Irgendwo muss man ja auch die Verbesserung dann irgendwie einbauen. Das hat Black Rapid hier auch gemacht, und der Crossshot, wie gesagt, ist also hier mein Lieblingsgurt, weil er einfach unheimlich gut auch für etwas kleinere Kameras gedacht ist. Wenn Sie natürlich jetzt längere Zeit unterwegs sind und haben hier eine richtig dicke, fette 5D Mark, schlag mich tot, wir sind ja mittlerweile 5D Mark 4 oder wie auch immer, mit Batteriegriff, mit dem dicken Zoom-Objektiv vorne dran. Da würde ich natürlich dann ein anderes Produkt nehmen von Black Rapid, die halt dafür ausgelegt sind, die ich auch hier in Videos vorgestellt habe. Ne, unter dem Video hier ist übrigens auch ein Link, da führt Sie auf die Produktseite, da können Sie sich die ganzen Videos dann mal anschauen und auch die ganzen Produkttexte durchlesen zu den ganzen unterschiedlichen Gurten. Da ist also wirklich für jeden was dabei. Für eine normale kleine Spiegelreflexkamera, vielleicht so in dieser Größe, auch für eine 5D Mark III, wie gesagt, ohne 300 mm Zoom-Objektiv und so weiter, ist dieser Gurt auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn Sie natürlich dann noch eine kleine Systemkamera haben, dann ist der also nahezu perfekt, kann man sagen. Das also hier war der Crossshot von Black Rapid, die es jetzt bei uns hier wieder im Shop gibt. Ganz neues Modell. Ne? Einfach mal angucken, Tabs aufmachen, alles vergleichen und so weiter. Und dann viel Spaß dabei.